Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Rise of Destiny's Trails. Wir waren hier stehen geblieben und müssen jetzt Richtung Norden zu dieser komischen Stadt, whatever es war. Ich glaube, das war, nein, hier noch durch. Dann einmal hier ganz außen rum. Da bitte rein, danke. Oder? Nee, hier war es nicht. Da hinten war es. Ich habe es gerade gesehen. Dann nochmal weiter außen rum. Ja, ich schwöre, das vor unter Wasser. Das ist viel zu lang, langsam mit dem Schwimmen. Wo war denn das? Ach da, hier rein. Und genau, hier war es. Richtig. Unterwasserhöhle Taru. Dann war das hier, glaube ich, lang, genau. Dann, ja, hier rein, okay. Und dann konnten wir, genau, hier konnten wir jetzt durch. Schön. Super. Das ist schon ein ganz schön langer Gang. Ganz schön langer Weg. Noch mehr Treppen. Was ist? Wer bist du? Hey, ihr Fremden, nicht bewegen. Wir schicken sie jetzt Land der Treibe. Einfach seine Narkose. Ah, Moment, einmal kurz anders hinsetzen und Mikrofon ein wenig richten. So dürfte das gehen, denke ich jetzt mal. Ja, es gibt heutzutage zu viele Diebe, wir haben bald keine Zeit, jetzt keine Zellen mehr. Okay. Hey, seid ihr in Ordnung? Klar, mir geht's gut. Faszinierend. Ich hätte nie gedacht, das mitten im feindlichen Schloss herauszukämen. Manchmal überrascht du mich wirklich. Hallo, jeder, seid leise. Hallo, Boris und Bert. Wie habe ich denen nochmal gesprochen? Shit. Die Leute heutzutage wissen einfach nicht mehr zu benehmen. Das ist wohl wahr, Bertie. Ah, ihr seid es. Ja, du bist ja dem aus dem Schloss. Doki, kennst du die beiden? Ja, sie haben die Krone des Königreichs Lunaria gestohlen. Du machst Scherze, das waren die beiden? Nee, ja, dank dir haben wir die Krone nicht mitnehmen können. Hätte ich euren Diebstahl einfach so ignorieren sollen? Wie zum Teufel kommen die beiden denn eigentlich hierher? Ja genau, ihr müsst wieder irgendwas Dummes eingestellt haben. Ja, das denkst du dir so. Wir drehen nur große Dinger. Denn wir sind Bertie und Boris. Schon gut, wir wollten die da die Krone haben. Deshalb sind wir hier. Ja, schon wieder die Krone? Ihr lernt es wohl nie. Ihr seid raffiniert. Je schwieriger das Ziel, desto mehr Spaß macht es. Das ist eine Kunst. Aber sie haben euch doch erwischt, oder? Mein raffinierter Plan ist schiefgegangen. Das ist alles. Warum seid ihr Wohltäter eigentlich hier? Wir, ihr wisst von dem Motor? Naja, wir haben uns auch etwas verrechnet. Doki, wir haben keine Zeit zum Plaudern. Wir müssen uns überlegen, wie wir rauskommen. Genau, Selan, kannst du den Fluchtzauber anwenden? Nein, er ist blockiert. Der Kerker wurde mit einem mächtigen Zauber besiegelt. Na, ihr Helden, kommt, könnt ihr ihm nur kämpfen, aber ein Schloss aufmachen, das könnt ihr nicht. Warum seid ihr immer noch hier? Los, flüchtet doch, falls ihr das Schloss aufbekommt. Boah, das Ding öffne ich mit verbundenen Augen. Und warum haut sie denn nicht einfach so ab? Die vier Soldaten im anderen Raum beobachten uns. Sobald die weg sind, können wir flüchten. Wieso meinst du das Diebstahls und verabscheuen Gewalt? Rede du nur, eigentlich seid ihr doch nur zum Schwach zu kämpfen. Zu schwach zum Kämpfen. Wie bitte? Beweist mir doch das Gegenteil. Öffnet die Tür und verjagt die Soldaten, ich warte. Ich schätze, wir müssen jetzt beweisen, dass wir richtige Kerle sind aus dem Weg. Ja, ihr Schloss ist weich wie Butter, das ist keine Herausforderung für mich. Ich sehe manchmal, sagt ihr sogar die Wahrheit. Na, wenn wir wollen, können wir alles tun, was wir uns vornehmen. Bis später, ihr Flaschen. Okay. Sie haben sich aus dem Staub gemacht, aber die Tür ist noch offen. Sie sind halt ein bisschen doof. Na, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier raus. Ich frage mich, ob es den beiden gut geht. Ja, die wissen doch gar nicht, was das ist. Ah, okay. Hey! Hey?
Ja, wir dachten, wir könnten den Panzer stehlen, aber das war zu schwer für uns. Okay, wie seid ihr rausgekommen? Naja, also einfach rausgegangen. Ich meine, eure Zellentür ist schließlich offen. Kommen wir irgendwie durch? Irgendwie müssen wir hier hinkommen, ne? Weil da war, glaube ich, noch... so ein Schalter. Ja, da ist noch so ein Schalter auf dem Dingens. Können wir die Tür irgendwie öffnen? Irgendwie aufsprengen oder so? Hä? Irgendwie muss man da durchkommen können. Ich will auf den Schalter da. Hä? Es ist verwirrend. Moment. Vielleicht hier rüber irgendwo lang? Nein, auch nicht. Moment. Ja, hast du noch mehr Ausreißer? Wir können nicht sehen. Ihr seid nicht besonders weit gekommen. Ja, sei still. Wir wissen schon, was wir tun. Ja, Flucht ist ist ein schweres Verbrechen. Wir werden euch bestrafen, wie diese beiden. Seid ihr dessen nicht so sicher, mein Freund? Oh, ist ja langweilig. Feuersturm geht auf alle. Okay, Frostbeule auch. Und schön. Finsternis machen wir. Geht auch auf alle, stimmt. Machen wir mal einen Bomber. Wenn schon alle angreifen, dann mal richtig alle angreifen. Nein, 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 nein. Dim, 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 dim. Feuersturm. Oh mein Gott, schönes Damage. Ich sehe, ihr könnt immer noch ziemlich gut kämpfen. Ihr könnt nach den ganzen Prügeln noch sprechen. Ja, könnt ihr auch noch laufen. Na klar, ich habe doch gesagt, wir wissen, was wir tun. Das war alles, das war ein Klacks. Tschüss. Das sind wirklich harte Jungs. Sie waren, so waren sie schon immer. Mann, ich will jetzt ohne Scheiß durch diese... Moment, irgendwie muss es hier doch einen Weg geben. Hier vielleicht noch? Auch nicht. Irgendwie muss ich da rüberkommen. Ich will wissen, wie. Dann machen wir es halt nicht. Ich hab keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Hei, hei, hei. Kämpfen wir gegen diese Sphinx wahrscheinlich, genau. Sphinx. Ich dachte mir schon, dass das Sphinxe sind. Löwen habe ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß nicht, irgendwie kam mir das abwegig vor, so einen Löwen hier zu treffen. So eine Sphinx kam da schon eher in Frage. Und die halten verdammt viel aus. What the fuck? Naja, gleich sind sie besiegt. Koma. Na komm, dein Ernst. Wutanfall ist schön. Wutanfall ist immer schön. Aufmachen. Hier kommen wir wirklich weiter. Okay, Moment. Was passiert, wenn wir hier durchgehen? Ein Drache? Okay. Geh mal weg. Noch mehr Swingse. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, warte mal. Besiegen wir mal alle Gegner. Vielleicht ist das ein... ja, eine Sache, die wir machen müssen. Kommt ja öfter mal vor, dass man alle Gegner besiegen muss. Ah ne, warte mal. Aufmachen, genau, und Pfeil bitte. Genau, ich dachte... ah, genau, schön, schön. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Noch nicht. Aber ich will nicht gegen diesen Sphinxe kämpfen. Shit. Oh, gut. Oh, gut. Das war knapp. Fast hätte uns dieser Octo-Rock-Puss-Dings-Fuck besiegt. Angegriffen. Verdammt. Gold-Golems, okay. Wow, wir machen kein Schaden. Okay, doch. Doki und Guy machen Schaden. Selan eigentlich auch relativ. Wieso greifen die zweimal an? Muss das sein? Alter, macht das Viech Damage. Ja, es macht echt schönes Damage. Können wir durch? Nein, können wir nicht. Achso. Ah. Okay. Wir waren nur zu leicht für den Schalter. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall die Säule draufstellen. Da ist... die Drachen besiegen wir mal. Eisdrachen. Da müsste Doki doch schön Damage dran machen, oder? Oh Gott, Guy.
Oh. Oh, ich glaube, noch ein Angriff hätte Guy nicht überlebt. Das ist gut, dass da Harun schön Wutanfall eingesetzt hat. Einmal bitte Hammer benutzen, danke. Gott, was ist denn hier los? Okay, gut, wir mussten hier sogar zuerst lang. Dann können wir das schon mal alles vorbereiten jetzt. Zack. Rüberziehen. Die Treppe machen. Jetzt hier wieder zurückgehen. Nicht gegen diese Drachen kämpfen, die sind nervig. Und hier lang. Zack. Hier sind ein paar mehr Gegner. Geil. Oh Gott. Die greifen uns sogar zuerst an. Was ist denn mit denen? Heilige. Okay. Glotzer. Ist ein fast geiler Name, muss ich ja sagen. Sog. Okay, sie greifen zweimal an auf jeden Fall. Okay, Horrorblick. 53 Damage oder was hat das gemacht? Weiß ich nicht. Sog. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, Wutanfall, schöne Sache. Gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Hier ist eine Treppe. Moment, was passiert, wenn wir... Was ist hier oben allgemein? Nichts. Okay. Gut, hier können wir jetzt die Truhe holen mit dem Schlüssel. Okay. Okay. Oh, wisst, könnt ihr mir irgendwie mal erklären, warum das immer abends so warm in meinem Zimmer wird? Das ist total abgefuckt. Das ist abends wärmer als tagsüber in meinem verdammten Zimmer. Das ist total nervig. Und total unlogisch, finde ich. Und das, obwohl ich schon den ganzen Tag meinen Ventilator anhatte und den ganzen Tag mein Fenster auf. Also seit gestern Abend eigentlich. Nein, oh, ich wollte nicht gegen die Octopussies, gegen die Tintis kämpfen. Aua. Oh, ich habe nicht erwartet, dass die alle gleichzeitig angreifen. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass die ein paar Mal öfter angreifen, ja. Aber nicht, dass die alle gleichzeitig angreifen, okay. Gegen diese Viecher, da will ich nicht kämpfen. Die sehen ein bisschen gefährlich aus. Oh Gott. Das. Erstmal hier durch. Zack. LOL. Okay, die kamen ziemlich schnell auf einen zu. Frostbeule machen wir mal. Wir machen bitte einmal einen Wailer. Okay. Einmal alle geheilt. Schön. Schön, schön. Die Viecher sind aber auch nervig, ne? Scheiß Glotzer. Ich glaube, es war richtig, erst hier lang zu gehen. Nein, es war falsch, erst hier lang zu gehen. Okay, merken wir uns. Oder merkt euch das. Erst die rechte Tür benutzen. Och nein. Warum kommen die denn nicht hier lang? Dein Ernst? Oh, immerhin greifen die uns nicht zuerst an. Das ist eine positive Sache. Ist der jetzt echt gelähmt? Haben die echt geil gelähmt? Ist das euer Ernst? Aber wir kriegen langsam wieder schön ordentlich Goldmünzen. Das war nicht das, was ich wollte. Danke. Gegen die will ich auch nicht kämpfen, Mann. Was ist denn mit euch, Vincent? Wieder Vincent bekämpfen. Ja, okay. Zack. Einmal bitte darüber. Bitte da lang. Heil sie. Wow. Dafür bin ich hergekommen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Einmal zurücksprinten, bitte. Nein, Vincent. Oh, das hasse ich an meinem Controller. Ich kriege es nie richtig hin, damit zu steuern. Es klappt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Nein, es geht nicht. Oh. Ich will nicht. Ich will echt nicht gegen die kämpfen. Sehen so ätzend aus. Oh, geschafft. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind hier gleich durch. Ich setz mal bitte einen Stärker ein. Zack, zack, zack. Alle voll geheilt.
Hierfür brauchen wir die Schlüssel schon mal. Okay, das ist gut. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann hierauf gehen, dann hierauf gehen, genau, dann sind wir hier durch. Moment, ich will mal kurz was gucken. Okay, schade, geht nicht. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass da irgendwie was ist. Irgendein Geheimnis oder so. Aber war nichts, leider. Schade, schade. Schokolade. Wir haben die beiden Flüchtlinge erwischt. Diese Dummköpfe, haben die wirklich gedacht, sie könnten uns entkommen? Ja. Zeige euch die Kraft meines neuesten Panzers. Sieht so aus, als wären sie wieder im Gefängnis. Was machen wir jetzt? Wir müssen sie doch retten, oder? Ja, wir müssen schnell was unternehmen. Wir sollten ihr einfach so richtig auf die Borke hauen, oder was meint ihr? Lasst uns lieber etwas ruhiger angehen. Es könnte sonst Unschuldige verletzen. Na, also dann los. Fasst die beiden nicht an, lasst sie in Ruhe. Na, was denkt ihr, wer ihr seid? Ich habe euch gewarnt, jetzt geht zur Seite. Na, was soll das? Wow. Du bist die mächtige Seelan. Ja, was soll der Unsinn? Ich mag es nicht, wenn man mich so nennt. Wir haben es schon einmal getroffen. Es war in der Höhle, als der Feuerrubin gestohlen wurde. Mächtige Seelan, du wirst dafür bezahlen müssen. Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Oder hast du was mit den Ohren? Nee, ich hätte euch hier nicht erwartet. Was wollt ihr in diesem Land? Wir wollen, dass du die beiden gehen lässt. Außerdem wollen wir den Motor aus dem Panzer. Was hast du gesagt? Ja, habt ihr das alle gehört? Ich glaube, die wissen nicht, in welcher Lage sie sich befinden. Es kommt sicher von Angst. Meine Armee ist die stärkste der Welt und dieser Panzer hier ist unschlagbar. Ihr habt einfach keine Chance, das müsst ihr doch einsehen. Na, Guy, hast du jemanden im Schlaf sprechen hören? Hier scheint keiner zu schlafen. Also, hat keiner im Schlaf gesprochen? Was habe ich denn gerade eben gehört? Nur jemanden, der absoluten Schwachsinn vorbereitet. Schnauze, schnappt sie alle. Ach, ist das euer Ernst? Ihr seid so langweilig. Wisst ihr das eigentlich? Ach komm, greifen wir alle normal an. Die sind eh viel zu easy. Den Kampf spule ich jetzt noch vor. Ich hab doch gesagt, der verzapfte Unsinn. Ja, okay, ihr habt es so gewollt. Nun bekommt ihr es mit meinem Panzer zu tun. Ah. Das wird auch viel zu einfach. Ja, normaler Angriff. Machen wir mal ein Finsternis und machen wir mal einen Amokwüter. Na, oh mein Gott! Seht ihr diesen kleinen Mann auf dem Panzer? Das sieht ja süß aus. Findet ihr nicht? Sieht knuffig aus, oder? Ein bisschen. Ja, doch schon. Eigentlich schon. Sieht echt sweet aus. Dim. Echt, jetzt erwartet ab. Ist das dein Ernst? Ich habe erwartet, dass er Doki angreift. Einfach nur damit Doki schön Damage drücken kann. Mit seinen Dings. Machen wir mal einen Terror. Mal sehen, was Terror so bringt. Mit seinem Feuer-Dings. Abaddon. Und? Ist gar nicht mal so viel Damage, wie erwartet. Okay, Terror sollte ich nur einsetzen, wenn ich nicht gegen Bosse kämpfe, weil Terror vernichtet One-Hit alle, ne? Stimmt. Warum denn auf ihn? Ist das dein Ernst? Spast. Phoenix. Abaddon. Ja, macht 353 Damage, ist okay. Und Sela macht 106 Damage. Boah, das ist wenig. Das ist echt wenig. Scheiße. Ich hab mehr erwartet, irgendwie. Kugelhagel. Ja, alle angreifen. Schön. Doki. Feuersturm. So, du machst mal einen Wähler auf alle. Und Arti macht wieder einen Abaddon. Vorsprung wollte ich, genau. So, den Knopf. Ich habe gerade drei Knöpfe gedrückt, ich habe einfach nicht den richtigen getroffen. Weil ich einfach gerade verpeilt habe, welcher Knopf nochmal das Vorsprung war. Feuersturm macht ja was? Nur 191 Damage? Das ist weniger als erwartet, um ehrlich zu sein. Aber ich muss mich beeilen, der Part ist bald zu Ende. Ich muss den Part bald beenden, sagen wir so. Machen wir mal Frostkönige. Mach mir hier mal Donner oder so. Vielleicht bringt das ja mehr. Donner macht viel zu wenig Schaden und Frostfee macht auch viel zu wenig Schaden. Eigentlich macht das alles ziemlich wenig Schaden. Brandbombe. Ja.
War schon ordentliches Damage von ihm, ne? Machen wir mal Wähler auf alle. Und jetzt machst du mal einen Drache. Vielleicht bringt Drache ja mehr. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich sollte bei Abaddon bleiben. Ich glaube, ich bleibe bei Abaddon. Habt ihr halt einen längeren Part. Ich bin ja, während ihr das hier gerade seht, schön am Fallschirm springen. Das ist super. Beziehungsweise war schon Fallschirm springen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange das da dauert. Aber ja, davon kommt auch ein Vlog online morgen. Freut euch schon mal drauf. Das wird nämlich aufgenommen. Das ist ziemlich cool. Zwei Reload-Videos hintereinander, also in zwei Tagen. Wow, krass. Zwei Tage hintereinander. Ich bin begeistert. Ja, aber der Vlog, also einmal das Reload-Video, was um 16.30 Uhr dann kommt, online kommt. Und einmal dann der Vlog am nächsten Tag. Mach mal ein Finsternis. Und mach mal Bomber. Ich weiß nicht, wie viel sie Bomber hat. Ah, 195 ist okay. Aber Abaddon ist da definitiv noch stärker. Ich sollte warten, bis Arti Amok-Wüter hat. Das ist, glaube ich, besser. Auf jeden Fall. Kann der jetzt langsam mal besiegt sein? Ich meine, er merkt ja, dass er keine Chance gegen uns hat, ne? Und Guy dürfte gleich aufgefüllt sein mit der ZP. Das heißt, er kann gleich... Ja, ich mach mal einen Satan-Biss. Frostbeule, nice. Ich will mal wissen, wie viel das abzieht. Mach mal... Komm, scheiß auf Wähler. Wähler brauchen wir nicht. Stärker ist schon okay. Du machst wieder einen Abaddon. Abaddon macht immer noch am meisten Damage von den Zaubern. Nein, Satanbiss. Oh, Satanbiss ist schön. Satanbiss macht schön Damage. Frostbeule auch wieder so ein Null. Kugelhagel. Ah, geht. Okay, jetzt sollte ich vielleicht nochmal einen Satanbiss einsetzen. Normalen Angriff und einen Wähler. Und Arti macht den Abaddon. Und... So. Komm schon, Satanbiss. Wieder 700 Damage. Okay, 600. Okay, nice. Besiegt. Eine Goldmünze. Echt? Da gibt es eine Goldmünze nur? Dafür aber Erfahrungspunkte einiges. Motor erhalten. Nice. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das darf doch nicht wahr sein. Ah! Wird das Schloss gerade zerstört? Lol. Na, die verpissen sich einfach. Was ist denn jetzt los? Ne, er versucht das ganze Schloss zu zerstören. Selan. Ja, Warp. Okay, nice. Ich musste uns nach Portravia warten. Na, das war knapp. Ob die beiden entkommen sind? Na, wer weiß. Das war aber ganz schön knapp, Bertie. In der Tat, selbst die. Mir wurde ein bisschen mulmig. Aber Bertie, warum haben die uns denn geholfen? Wenn ich das nur wüsste, ich habe keine Ahnung. Sie sind in Ordnung, oder? Es scheint so. Eins habe ich, ist auf jeden Fall sicher. Sie sind nicht losgezogen, um etwas zu stehlen. Was machen wir nun? Wir haben weder die Krone, noch das, noch haben wir Geld. Naja, wie lange wird es wohl dauern, bis du mich endlich verstehst, Boris? Aber Bertie, das ist ja... Wie kann das sein? Na, als sie am Kämpfen waren, habe ich mir so eben, habe ich sie mir geholt. Man muss nur den richtigen Moment abwarten. Bertie, du bist großartig. Ein Meister unter den Dieben. Hast du etwa jemals daran gezweifelt? Auf jeden Fall wird heute Nacht gefeiert. Es hört sich gut an, verdammt gut. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wie kommen wir herüber? Na, die Brücke ist zerstört. Mal sehen. Die anderen müssen auch irgendwo hergekommen sein. Vielleicht gibt es einen Geheimgang. Na, sicher. Hast du wieder mal recht, Bertie. Los, lass uns gehen. Okay. Wir haben den Motor. Lass uns jetzt Lexus aufsuchen. Ja, das machen wir. Aber erst im nächsten Part. Ich gehe nochmal vorher heilen und so. Genau. Und dann einmal speichern. Zack. Gut, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.